Servus, schön, dass ihr reinschaut. Es ist wieder mal Review-Zeit. Ich habe wieder mal was richtig Edles heute für euch. Und zwar stelle ich euch heute die Diana 470 Target Hunter vor. Viel Spaß, Leute! Die Diana 470 Target Hunter, ein Starrlaufgewehr mit Unterhebelspanner. Ich hätte gesagt, wir gucken uns die technischen Daten mal an. Und dann zeige ich euch natürlich noch einen Schusstest. Ihr seht natürlich einen Chronitest und am Schluss gibt es wieder mein Fazit. Technische Daten. 115 cm lang, das Gewicht liegt bei 4300 Gramm. Wie eben schon erwähnt, ein Starrlaufgewehr mit Unterhebelspanner. Ein Laufgewicht haben wir hier vorne dran, 4,5 mm System, Punkt 177, hier in der 7,5 Joule Version. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns das Gewehr jetzt einfach mal aus der Nähe an und dann sage ich dann noch ein bisschen was dazu. Hier vorne seht ihr das Laufende mit dem Laufgewicht. Hier an der Seite spitzt ein bisschen die kleine Kugel raus, die sorgt dafür, dass der Spannhebel vorne hier am Laufgewicht bleibt. Ihr seht es später beim Schusstest, ich nehme es schon mal vorab, das lässt sich unglaublich sanft herausnehmen. Dann haben wir den Lauf hier in einem schönen matten Schwarz, so wie das ganze System. Ein edler Buchenholzschaft mit einer Fischhaut hier im Vorderschaftbereich. Den T06 Abzug, sage ich später beim Schusstest noch ein bisschen was dazu. Eine wunderschöne Fischhaut hier im Griffbereich. Den Lochschaft seht ihr. Eine beidseitige Schaftbacke, das heißt für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Hier das TH steht für Target Hunter. Eine höhenverstellbare gummierte Schaftkappe. Die Schaftbacke ist natürlich recht hochgezogen. Das ist optimiert für das Schießen mit einem Zielfernrohr, da es hier auch kein Kimme und Korn gibt. Dann seht ihr hier die automatische Sicherung, die vor jedem Schuss entriegelt werden muss. Wie immer, rot heißt Fire, weiß heißt Safe. Das Herstellungsjahr ganz frisch eingetroffen, 2018, Made in Germany. Hier drunter seht ihr, leicht vom Zielfernrohr verdeckt, die Diana Dame Mod 470. Auf der rechten Seite dann noch der kleine Hebel. Zeige ich euch später beim Schusstest auch noch. Den muss man dann runterdrücken, um den gespannten Spannhebel wieder zurückführen zu können. Jetzt, wo wir uns das alles aus der Nähe angeguckt haben, hätte ich gesagt, gucken wir uns erstmal die Konstanz an. Wir machen den Chronitest. Wir fangen jetzt mal an mit dem Chronitest der Diana 470 Target Hunter. Ich mache jetzt 10 Schuss, aber mit JSB exakt. Man muss gleich dazu sagen, dass die Feder sich definitiv die nächsten 1000 Schuss noch einläuft. Egal welches Ergebnis wir jetzt rausbekommen. Das sind vielleicht jetzt 100 Testschuss von mir durch das Gewehr. Das war bei meiner HW97 genauso. Das heißt, die wird an Konstanz noch dazu gewinnen. So, jetzt kommen wir zur Auswertung. 10 Schuss gemacht, durchschnittlich 8,1 Joule. Dazu muss ich auch noch kurz was sagen. Ihr braucht euch da nicht zu wundern. JSB sind mit Abstand die schnellsten Diabolos, die es so gibt. Das liegt an der Oberflächenlegierung.
Wenn wir jetzt hier H&N, RWS oder sowas reinpacken, dann kommen wir mal locker 1,5 Joule noch runter. Also von daher, das muss man dann einfach seine Diabolos finden. Und wenn man JSB schießen will, lässt man das Gewehr eine Nacht gespannt bei sich im Schrank stehen, wird die Feder etwas müder und schon können wir das exakt auf 7,5 Joule abstimmen. Also nicht wundern. Soweit ich das weiß, wird bei sehr vielen Herstellern vom Beschussamt festgelegt, dass, soweit ich das weiß, mit RWS-Diabolos gemessen wird. Dadurch, dass die langsamer sind, haben ab und zu die Waffen, die man so neu kauft, angezeigt knapp über 8 Joule. So viel nur zur rechtlichen Sache. 172 Meter im Schnitt. Das langsamste waren, kann man sagen, 169 bis 174. Eine Konstanz von 6 Meter, was echt richtig gut ist dafür, dass die ganz nagelneu ist, die Waffe. Standardabweichung vom Mittelwert 1,9 Meter. Ihr habt den Kroni-Test gesehen. Jetzt schon eine Konstanz von gerade mal 6 Metern. Das ist wirklich ein super Wert für einen neuen Preller. Das heißt, da kann man noch einiges erwarten. Das wird noch ein bisschen konstanter werden. Ich versuche hier ohne zu blenden. Ich habe extra das Zielfernrohr nochmal abgemacht, euch das Logo nochmal zu zeigen. Meine Ausleuchtung ist nicht optimal. Was so machen vielleicht. Diana Mod 470 Target Hunter mit dem F, sprich 7,5 Joule. Und hier oben seht ihr dann noch die aufgesetzte 11 mm Prismenschiene, die hier auch Löcher für einen Stopperpin hat. Ihr seht, meine Schutzbrille liegt bereit. Jetzt geht's los. Wir machen den Schusstest. Das läuft jetzt ein bisschen anders als sonst. Sonst habe ich hier in der Theorie noch viel erzählt. Jetzt babbel ich immer ein bisschen so beim Schusstest nebenbei. Ich gucke und hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen präzise schieße. Natürlich wäre eine Konzentrationsphase sinnvoller, aber mir fällt halt beim Schießen immer das meiste ein. Also, ab geht's zum Schusstest. Wir sind jetzt beim Schusstest der Diana 470 Target Hunter. 11,5 Meter Entfernung, JSB exakt 4,53 mm, Bullseye 3 bis 9 x 40 Zielfernrohr. Und ich hoffe jetzt dem Gewehr gerecht zu werden. Die Fläche, die ich jetzt anvisiere, sind 8 mm groß. Also das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig mit dem Streukreis sein, weil ich halt eben nicht einen ganz kleinen Punkt habe, auf den ich nur fokussieren kann. Und ja, wir gucken mal, was wir zusammenbekommen. Und dann legen wir mal los. Machen wir mal 10 Schuss oder so. Hat leider das Handy gesponnen oder besser gesagt, ja. Der Gimbal macht, was er will. Nicht über den Schnitt wundern. Ich setze mich nochmal neu her. So ein Zion-Gimbal und der macht manchmal ein bisschen, was er will. Ganz komisch, naja. Was ich positiv gleich direkt anmerken muss, ist, dass sich der Spannhebel sehr schön aus der Führung nehmen lässt und auch butterweich wieder reinfügen lässt. Da war meine HW97 am Anfang ein bisschen zickiger. Ungewohnt, dass es so leicht geht. Ihr hört es dann immer die Sicherung einrasten und erst dann rastet der Spannhebel ein und dann muss ich hier den kleinen Knopf drücken und kann es dann den Spannhebel wieder zurückführen. Die automatische Sicherung geht dann rein, die habe ich jetzt deaktiviert.
spannen und zurückführen. Das ist wirklich super smooth. Sicherung deaktivieren, macht Sinn. Gucken, dass man den Preller immer wieder gleich hält. Eventuell noch ein bisschen, der Abzug ist ja dreifach einstellbar in der Vorweglänge, im Druckpunkt und im Abzugsgewicht zwischen 400 und 500 Gramm. Und da könnte man ein bisschen die Vorweglänge verkürzen. Jetzt ist mir was passiert, bevor und beim Einschießen schon mal passiert. Und zwar habe ich anscheinend minimal untermaßigen Diabolo gehabt. Da ist der mir zurückgerutscht und irgendwo unten rausgeflogen wahrscheinlich. Deswegen habt ihr den Leerschuss gehört. Man sollte sie nicht komplett aufrecht halten. Der Fehler, den habe ich vorhin schon mal gemacht. Aber jetzt konnte ich den wenigstens auch gleich noch mit ansprechen. Heißt, ihr könnt hier gerne, angenommen JSB, wenn ihr schießt, 452er, 453er Diabolos verwenden oder beim Spannen des Gewehrs nicht komplett. Das sind wir schon wieder abgehauen. Da ist er. Nicht komplett nach oben halten. Ja, die Diabolos sind auch nicht. Problem ist, die Diabolos sind auch nicht alle exakt gleich groß, außer man holt sich zum Beispiel beim Adam Binke die vorselektierten. Mir stinkt der eine Schuss immer noch ein bisschen, den ihr ganz unten seht. Das kommt davon, wenn man einen Preller nicht exakt gleich hält. Als PCP-Schütze macht das Greifen der Waffe nicht so arg was aus. Aber als Prellerschütze muss man da wirklich ganz, ganz sauber arbeiten. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Eine sehr schöne Haptik. Das ist das, was ich jetzt gerade noch so merke. Also sprich, egal was man berührt, sei es der Spannhebel oder der Lauf oder sowieso der Schaft. Was mir auch direkt noch aufgefallen ist, dass der... Oh, jetzt habe ich schon den Zicher, ich schieße erstmal. Sekunde, Entschuldigung. Gleich. Was mir direkt noch aufgefallen ist, dass der Schaft schon für größere Hände auch gebaut ist. Also ich habe mit dem Zeigefinger vorne bis zum Abzug wirklich nicht, dass ich meine Hand verkrampfen muss, sondern kann die wirklich schön liegen lassen und habe dann auch mit meinen großen Händen dann einen ganz komfortablen Griff. Wenn man jetzt ganz, ganz kleine Hände hat, ist wahrscheinlich die 460er eher das richtige Gewehr. Für mich ist sie perfekt gemacht. So, und so langsam haben wir unser Loch gefunden, wo ich immer wieder reinschieße. Ich zeige euch vielleicht gerade nochmal, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Hier wird dann das Diabolo einfach reingesteckt. Ich halte es jetzt nicht mehr so schräg. Ach, zack, ist uns wieder rausgefallen. Sauerei. Ich sollte andere Diabolos verwenden. Vielleicht mal ein paar H&Ns oder irgendwas.
Naja, muss man ein bisschen aufpassen. Und jetzt versaue ich mir mit dem letzten Schuss nochmal das Schussergebnis. Ist ja klar. So ist das mit der Konzentration. Wir gucken es uns jetzt mal aus der Nähe an. Aus der Nähe, wenn man ganz nach hinten schaut, beim Schusstest immer ein bisschen dramatisch aus. Hier, wenn man den Schuss zu Anfang und den letzten, wo die Konzentration ein bisschen nachgelassen hat, wenn man die beiden vielleicht rausrechnet, wohlwollend, dann verschwindet der Rest unter einem Centstück, was dann absolut ein tolles Ergebnis ist. Und das als meine erste Scheibe heute. So, ihr habt den Schusstest gesehen, ihr habt gesehen, dass es Sinn macht, ab und zu mal die Klappe zu halten, sich zu konzentrieren. Vielleicht wären mir dann die zwei Ausreißer nicht passiert. Der Rest verschwindet unter einem Cent, also ich behaupte mal, gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr grundsätzlich ein paar Tipps zum Brellerschießen haben wollt, das ist ja ein bisschen aus meiner Sicht schwieriger als das PCP-Schießen, hier oben findet ihr einen Link von mir, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, wo ich meine Erfahrungen so ein bisschen schilder, könnt ihr euch ja danach reinziehen. Tja, sonst kann ich nur sagen, es hat mir absolut Spaß gemacht und ich hätte gesagt, lasst uns mal ein Fazit ziehen. Das Fazit zur Diana 470 Target Hunter, out of the box, wirklich schon ein absolutes Supergewehr. Gerade hier das Spannen ist wirklich absolut sanft, also da muss man an meiner HW 77 doch einiges machen, dass es dann so schön geworden ist. Das haben wir hier schon gegeben. Mir gefällt sehr gut die Mischung aus dem matten Schwarz vom System und dem dunklen Buchenholzschaft. Ihr wisst ja mittlerweile, ich stehe sowieso ein bisschen mehr auf dunkle Schäfte. Was soll ich sagen? Prellschlag würde ich ungefähr mittel einstufen. Der ist absolut beherrschbar. Selbst ohne großes Training ist es mir gelungen, einen Streukreis von einem Cent zu erzeugen. Wenn man das Ganze jetzt mal ein paar tausend Schuss macht, geht das Ganze noch bestimmt ein bisschen runter. Ja, wieso findet man das Gewehr nicht häufiger beim Field Target? Ich behaupte mal, es liegt einfach daran, es hat keine große Lobby. Es ist jetzt nicht schlechter als eine HW 77 oder eine HW 97, out of the box wohlgemerkt. Nur da gibt es natürlich eine ganze Menge Profischützen, die sich in den letzten Jahren den Gewehren angenommen haben. Es gibt eine ganze Menge Tuning dafür. Ich glaube, das fehlt der Target Hunter 470 noch ein bisschen, wenn es jetzt hier einfach mal ein paar Technik-Freak von euch gibt. Ich selbst bin keiner, ich bin kein Bastler, ich bin reiner Anwender und Schütze. Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal, sich dem Gewehr anzunehmen, noch ein paar kleine Kniffe zu machen. Der Abzug ist allererste Sahne, also meine HW 77 ist erst nach dem Waffen-Schlottmann-Tuning, nach dem V-Mach-Tuning-Abzug richtig smooth geworden. Hier würde ich den Vorweg zwar ein bisschen verkürzen, ist ja einstellbar, aber dann hat man hier wirklich einen absolut feinen Abzug. Und für meinen persönlichen Geschmack, ich weiß, wir hatten die Diskussion schon mal, ist der T06 Abzug dem Matchabzug Rekord. Jetzt setzt viele Daumen nach unten, ich weiß, aber ist er minimal überlegen. Sonst kann ich nur sagen, versucht das Gewehr mal irgendwo auszuprobieren, schießt es einfach mal, es ist wirklich einfach mal ein Test wert. Sonst, wer ganz kleine Hände hat, der möge sich einfach mal die 460er Diana anschauen. Die 470er ist wirklich für große oder mittlere Hände gemacht. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr dazu ein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, schreibt es mir bitte unten in den Kommentaren. Bitte macht mich jetzt nicht nieder. Ich liebe meine HW 77. Also von daher, ich will nur einfach immer das Ganze objektiv beurteilen. Also, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr Bock habt, empfehlt mich weiter. Wäre absolut klasse. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.